Sache sagt aus Köln. Das letzte Mal Tache sagt für diese Saison, das letzte Mal auswärts. Und weil Köln eigentlich nur für drei Dinge bekannt ist, Dönit Bier, Köln Ports und Stefan Raab und den Rest eh jeder kennt, machen wir nochmal ein schönes Best-of zum Abschluss, wa? Ich sag mal so, das Jahr war wieder sehr musikalisch. Die TU ist zum Beispiel sehr renommiert und hat sich unter anderem auf Maschinenbau spezialisiert. Da muss ich ja immer an einen Kumpel denken, der das studiert hat und gesagt hat, kariertes Hemd und Samenstau, ich studiere Maschinenbau. Nur hier kannst du noch wahre und fast echte Liebe spüren. Das hier ist noch echte Vereinsarbeit an der Basis bei der Borussia Dortmund Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kompanie, Kommanditgesellschaft auf Aktien. Sagte dreimal schnell hintereinander und du darfst in Personalunion bei DFB, DFL und UEFA ganz oben an der Spitze. Braunkohl und Pinkel essen die hier gerne. In so einem Pinkel ist irgendwas mit Fleisch drin. Esel, Hund, Katze, Huhn. Singende Tiere, was gibt's Schöneres? Olé, olé, olé. München ist eine der wichtigsten und größten Städte in Bayern. Und das auch vollkommen zu Recht. Tolle Natur, beeindruckende Geschichte, stilvolle Kunst und Hochkultur, alle da. Die richtig dicke Kohle können Sie hier also nicht mehr sehen. Koks gibt's natürlich trotzdem noch, keine Angst. Doch kommt aus Sachsen nach Berlin, dort können Sie ihn nicht leiden. Da wollen Sie eine drüber ziehen, da wollen Sie mit ihm streiten. Und tut man noch verscheißern, sein Liedchen singt der eiserne Wahr. Sing, mein Sachse, sing. Lasst es mal wirken und schaut, was das mit euch macht. Die Sonne scheint. Hoffe ist wieder ein richtiger 50+1 Verein. Top, jetzt ist alles wieder gut. Das sind eben die Geschichten, die der Fußball schreibt. Und der Traum von jedem, oder? Ich stecke ja auch bald meine Milliarden bei Fortuna Biesdorf drin, damit die auch mal eine Bulli spielen dürfen. Ist doch super. Stell dir mal vor, wenn das alle Milliardäre in Deutschland machen würden, dann hätten wir bald fast 200 Vereine in der Bundesliga. Weil da gibt es ja dann eine Sondergenehmigung. Weil das sind ja Milliardäre, das weiß ja jedes Kind. Und dann haben wir noch mehr Spiele im Jahr und noch mehr Dörfer zum Entdecken und drüber lachen. Das ist doch super. Damit wären wir auch schon beim Thema Multi-Ownership. Porsche, also VW, hat jetzt Anteile am VfB. Jetzt kann jeder mal selber kicken, wo VW/Audi noch überall drin ist. Kleiner Tipp, ja, Wolfsburg ist dabei. Die FAZ hat das hier mal die Infield Rot an der B17 gekürt. Das nenne ich mal eine Ansage. Deshalb küre ich jetzt die alte Försterei zum Bombonera an der Rudolf-Rühler-Allee. Da kickt er, wa? Das ist doch mal ein schmissiger Titel. Das erste Maskottchen hieß hier Bumsi. Besser wird's halt nicht mehr. Jünter, geh von dort Bumsi runter. Zum Schluss natürlich das Highlight. Leverkusen. So, ich hoffe, der ein oder andere hat einen Mundwinkel nach oben gezogen. Ein paar Sachen habe ich aber noch. Auswärtsblock ist ausverkauft, also bitte nicht alle gleichzeitig hier das Bier holen. Trikot anziehen, ganz wichtig, Stimme ölen und danke an den Virus für den Sonderzug. Wenn wir das schaffen am Samstag, könnt ihr mich mal im Partywagen sehen, wie ich ausraste. Kleiner Tipp, ich habe ein Trikot an. Unioner, wir packen das. Und zwar gemeinsam. Passt auf euch auf, eisern.